Hallo, jetzt muss ich ja rülpsen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge GTA 5 Let's Play. Heute auf Wildplay hier. Izzy ist noch irgendwo am Rumstreunern, aber wird sicher gleich auftauchen. Und da ist er ja, glaube ich, ne? Was geht ab? Ich bin ein Rockstar. Bin ein Rockstar. Rockstar. Kennst du das Lied? Kennst du es nicht? Doch, ich kenne das Lied, aber du hast es doch gerade mit einem anderen Text. Also ich kenne das Original, aber das war doch nicht das Original, oder? Ich glaube nicht, nee. Egal, es war so ähnlich. Ja, wir haben jetzt ein Tauchboot geklaut und klauen uns... Oh, ich bin ein richtiger Motherfucker. Die Typen stehen hier zwar rechts, aber ich klaue den einfach mal in den LKW. Hast du den Leuten eigentlich schon mal gesagt, dass sie Wildplay abonnieren sollen? Die können Wildplay abonnieren oder deinen Kanal, Izzy, auch wenn es da noch kein Video gibt. Ja. Und dann einfach IZZI. Gerne. Hat, wie viele Abos hast du schon? Ein paar tausend, ne? Obwohl du gar kein Video hast. Ja, ich bin bei 3600. Du bist eine richtig so. Krasse einfach nur. Wie schaffst du das nur? Ich beneide dich wirklich um deinen Swag. Ja, das stimmt. Mit YTT kann man, wenn man YTT-Mitglied ist, kann man sich natürlich um meine 3000 Abonnenten auch ziemlich beneiden. Du bist doch ja kein YTT-Mitglied. Du so, aber! Okay. Ja, ich war voll verwirrt, Geist. Es gibt doch eigentlich... Der lädt sich einfach selbst zu YTT ein. So, ja. Also ich als YTT-Mitglied... Hab ich das gesagt? Nein. Oh. Okay, nee, hat er nicht wirklich. Aber also, guck mal, manchmal gibt es ja unten rechts immer so Anmerkungen, dass man das abonnieren soll. Letztes Mal kann das so einstellen, dass man jetzt das da abonniert. Ja, das geht natürlich in der Tat. Ihr könnt jetzt einfach da draufklicken und irgendwie abonnieren. Mach jetzt keine Schleichwerbung hier, komm, mach das aus. Ich wollte ja auch eigentlich Wildplay nicht meinen, du hast aber. Doch nicht mal ein Video. Nein, ich wollte ja auch eigentlich, dass man da Wildplay abonniert. Das nee. War ja mein Plan. Oh, Mission. Sollen wir die machen? Ja, das dauert nicht lange, ne? Ja, dann kommt da wieder irgendwie sowas, dass wir irgendwie... Ah, schon wieder geklaut. Ah, kein Bock. Wieder einsteigen in das Riesending. Das passt richtig zu Trevor, dieses Riesending. Das passt zu Franklin. Das Riesending? Mhm. Ah, okay. Ja, ich musste meinen Peniswitz-Ausgleich noch irgendwie machen. Anscheinend habe ich ja viele versäumt in letzter Zeit. Hast du schon, ja. Relativ viele drüber versäumt. Das tut mir extrem leid. Viele Steifvorlagen. Das finde ich auch extrem lustig. So. Ja, es ist halt auch einfach. Es ist so dieser Humor, den eigentlich jeder lustig findet, wo die meisten auch nicht zugeben können, dass ich lustig bin. Ach, meinst du, dass ich bin so einer? Ich kann das nur nicht zugeben. Genau, genau, genau. Ja, ja. Du bist ein richtiger Peniswitze, Mann. Trinkst doch hier dein Eigenurin. Du bist ein richtiger Peniswitze, Mann. Kommt das jetzt nach dem Nikolaus. Nach dem Weihnachtsmann und nach dem Osterhasen gibt es noch den Peniswitzemann. Der kommt, wenn ihr euch nicht richtig sozial verhaltet im Unterricht oder zu Hause. Im Unterleib oder im Unterricht. Wenn ihr euch nicht richtig verhaltet im Unterleib. Boah, bei euch ist so viel schief gelaufen. Ja, was denn? Das war einfach nur... Nee, dann erklär mal kurz falsches Verhalten im Unterleib. Wie sieht Mann, das aus? Ich wollte einfach nur... Scheiß drauf. Ja komm, wir lassen das so stehen. Komm. Ich will dich ja jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Genau. No. Ich geh jetzt einfach mal zu B. Hopp. Oh. Drüber gefallen. Das war wieder dezent. Planking. Das war Planking vom Feinsten. So, steht doch was super. Can I get a signature, sir? For what? Legalized weed. Oh! The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal also, welfare. Ist, legalization. Ist auch nix. Sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that. All I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. Oh, it's really good. Oh, guck mal der. Speed. Wir sind ja krass in dem Speed. Oh, da sind gleich irgendwelche giftigen Drogen. Geil, es kommt wieder dieser geile Trip mit den Affen und den Aliens. Nein, bitte nicht. It's a real mellow contemplative, huh? Mann, warum bekiffen die sich dauernd? Wieso sind wir dauernd drauf? Und es geht schon wieder ab. Those clowns over there. Boah, richtig Halluzination wieder. Jawoll! Was? Sind keine Clowns! Baller die ab, baller die ab, baller die ab! What the fuck? Alter! What is happening?
Boah, ich liebe diese Drogentrips, ja, ne? Hast du noch andere Waffen? Nee. Ich höre den Clown-Transporter. Zu verhindern, dass sich die Clowns regenerieren. Ist das ein komischer Trip? Ist echt seltsam, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich das geil finde. Da klingt ja Angst, ja. Das haben sie irgendwie schon vor den Clowns, aber also nicht vor uns. Die machen ja nichts, die bilden die Clowns ja nur um. Weil vor Clowns haben viele Kinder Angst, ne? Ja, irgendwie sind die doch auch extrem unheimlich. Guck dir das doch mal an. Stell dir mal vor, du bist nachts irgendwo in einem Haus unterwegs und dann kommt einer mit so einer Clownsmaske auf dich zu. Vor allem der dann, wenn er stirbt, lila explodiert. Das wiederum wäre dann geil. Den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Du hast unendlich Munition, ist eh egal. Das Geräusch. Ja, immer mehr. Ich hoffe, dass hier, komm. Ich hoffe, wieso gibst du denn jetzt in so, ab, wenn hier schon so viel Leben weg ist? Da ist doch nichts. Du kannst ja nur kein Special Mode machen. So viel Leben ist auch gar nicht weg. Du musst einfach nur schießen. Komm, go, go, go. Kopfschüsse, Kopfschüsse. Go, go, go. Der nächste. Links ist einer. Zack, zack, zack. Einfach nur schießen, der nächste. Rechts ist einer. Nee, der ist ein Zivilist. Schieß den nicht ab. YOLO. Da hinten ist ein Transporter, bevor die sich regenerieren. Aua. Schieß durchgehend. Das ist ja automatisch. Nein! Du schießt nicht durchgehend. Schieß ich doch. Ah, jetzt. Ist mittlerweile ja. Immer hinten drauf einfach. Hier auf den Tank schießen. Immer hinten drauf. Immer hinten drauf gehen. Ist das so dein Ding? Hinten drauf immer? Nee. Doch, der ist auf der anderen Seite. Der gruselige Halluzination. Wow, pass auf. Da kommt immer wieder einer neu. Boah, stimmt. Und ich bin mittendrin. Das war natürlich. Warum gehst du denn auch rein? Weil ich auch ein Clown werden wollte und ich dachte, das wäre eine Clown-Transformationsmaschine. Das ist für ein krasses und dann wäre ich da rausgekommen, wäre ein Clown gewesen und hätte jonglieren können und hätte riesige Schuhe. Das wollte ich schon immer mal haben. Wir müssen doch nur Halluzinationen umbringen. Was kann denn eigentlich daran sein? Halluzinogene. Wer kennt das Lied? Die Regie kennt das Lied. Ja, die fliegt ab hier. So, du machst das jetzt, was ich hier versäumt habe. Abgehen. Oh, ich hab nichts mehr zu trinken, schade. Wie eben noch gesagt hier, ich soll die Zivilisten nicht umbringen. Aber aus denen kommen ja eh nur Blumen. Oh, ich krieg was zu trinken. Du schaffst das, Os! Ja. Ja. Dankeschön. Schaffst du es? Deckung habe ich keine Lust irgendwie. Du verlierst auch gar nicht so viel. Ich wüsste ja mal total gerne, wie das jetzt aus der Sicht eines nicht Drogen konsumierenden Menschen aussieht. Also jetzt in dem Moment nichts. Vielleicht stehst du auch einfach nur gerade in der echten Welt einfach so auf dem Platz und machst so. Und ist gar keiner da. Und der Typ, der gerade diesen Joint gegeben hat, der filmt dich gerade und stellt das Video auf YouTube. Um das nächste virale Video zu erschaffen. Genau. Und sagt dann YTTOs auf. Was hat er uns gegeben? LSD? Ja, nicht ich, das ist ja unser. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, du hast es geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin rein in die Transformationsmaschine. Welche keine war. Oh, zu viel gekommen. Ich komme mit Schleier. Aber bitte lass uns jetzt noch ein bisschen mehr. Jetzt fliegen wir wieder vom Himmel runter, glaube ich. Ach so, okay. The fuck was that, huh? It was horrible. Well, think about what I said. Das war's. Das war die kleine Mission. Naja. Präventivschlag, nur 3 von 4. Ah. Aber toller Tanz, 6 von 6, was auch immer toller Tanz heißt. Toller Tanz. Toller Tanz. Das ist eine Alliteration. TT.
Eine Alliteration, dass du sowas weißt. Ein rhetorisches Stilmittel, natürlich. Ich habe dich total unterschätzt. Ich kenne auch Neologismen und so, guck. Krass. Das als Türke. Genau, das als Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Genau. Oh, ist das ein schönes Auto, aber ich schaff's nicht. Irgendwie immer, wenn wir ein Auto brauchen, dann ist irgendwie kein geiles Auto da. Kein geiles Auto. Was hast du da eigentlich vor? Boah, getroffen! Geil. So verbringt Trevor seinen Tag. Jetzt auch noch eine Laster ausschauen. Boah, guck mal, wie dick die sind. Ich schieße dir meine Hintern, vielleicht platzt der. Das merkt die doch gar nicht. Ah, ne, hat nichts gemacht. Ist das ein Stern? Das hat's gebracht. Jetzt können wir uns wieder mit einem Stern schmücken. Nö. Stern schnuppen. Oder kann man jetzt einfach zu wechseln? Ja, ne? Versuch mal. Geht nicht. Ja, auf Karte kannst du sowieso nicht wechseln. Da bin ich mir sicher. Das ist ja eh nicht deine Mission. Das ist egal. Das ist von Franklin. Wir müssen doch uns das geile Auto holen und das pumpen. Hey, Pal! Bin ich dafür. Da ist doch ein HS. Hector Salamanca. Wir gehen mal zum Hector. Hier oben. Eine kleine Fahrt. Cargo Boob. Nee. Entweder ein Taxi oder hinfliegen, aber. Willst du wirklich dahin? Nee, ist mir zu weit. Gibt's irgendwas Cooles? Wir können uns mal mit Ding einkleiden. Mit hier. Ding. Mit dem. Trevor. Willst du echt? Ich häng mal kurz die Bullen nur ab. Ich mein, ich hab aber die Kleidung ist doch eh direkt wieder weg. Wir können einen Haarschnitt machen. Oder tätowieren. Den können wir tätowieren, oder? Dann tätowiere ich den mal gleich, nachdem ich mich hier versteckt hat und die Bullen abgehängt hab. Ja, dann gucken wir da einfach, wo ein Tätowierungen-Tätowiernese ist. Tätowier. Scheiße, ich glaube, ich muss bei diesem. Oh, oh. Oh, oh, scheiße. Ach, oh! Danke. Dass mir keine Gesundheit wünscht. Keiner. So, wir haben gleich abgehängt. So, schon so schnell. Ich hab den Schock meines Lebens. Ach, so schlimm war es gar nicht. Gesundheit. So. Gesundheit, OG. Dankeschön. Wo siehst du denn hier einen Tätowienesen? Du meinst einen Tätowologen? Ein Tätowologen, Tätowologe ist hier keiner. Aber du bist aber auch ganz schön nah dran, ne? Ich bin schon recht nah dran, ja. Hier wäre ein Filmstudio, können wir Porno drehen, würde ich jetzt aber nicht. Aber einen Film gucken. Film gucken wir aber nicht, das Film ist langweilig. Film gucken heißt ne? Fiepen. Garage, nee. Nein, da ist nichts. Guck mal, was liegt denn da rechts? Golf, Dart, Flugschule, fremde Freaks, Stripclub, Seilbahn. Nee. Was mit einer Seilbahn? Seilbahn? Bist du sicher? Finde ich geil. Randale. Nicht schon wieder. Randale. Oh. Finale. Oh. Guck mal, da konntest du Immobilien gerade kaufen. Ich will jetzt keine Immobilien kaufen. Komm, wir randalieren jetzt. Guck mal, du hast die Mauer kaputt gemacht da vorne, hast du gesehen? Wir müssen das Waffen vorher kaufen, yo. Stimmt, wir wollten ja noch mal besser waffentechnisch ausrüsten. Ja, wir haben gar keine Waffen. Und wir sollen mal Achterbahn fahren. Na, wo sind denn hier Waffen? Hier, oder? Beim Schießstand gibt es doch sicher auch Waffen. Ich will Achterbahn fahren. Wo ist denn hier ein Waffenladen? Siehst du einen? Hä, bin ich blind? Ich glaube, Trevor kommt in keinen Waffenladen rein. Ja, anscheinend. Bei dem leuchtet nichts. Nee, dann wechsel mal rüber. Dann scheiße jetzt auf. Der nervt eh. Guck mal, du hast eine richtige Delle da. Richtig. Oh, Handy aus Versehen ausgehört. Das war beachtlich. Wie immer. Immer Handy raus. Franklin oder Michael? Na, Franklin sieht jetzt schon echt cool aus. Nenn mal Franklin. Franklin haben wir jetzt so mit dem Bart und mit den geilen Haaren. Also mit den Stoppeln und den Sternen auf dem Kopf. Ist ja jetzt schon ein ziemlicher Player. Internationaler Player. Internationaler Player. Nee, der ist halt einfach Patriot. Ach stimmt, wir haben jetzt die geile... Die Sterne aus seinem Kopf, das sind ja die Stars von der amerikanischen Flagge. Guck mal, im Unterhemd chillt er da einfach in seiner Villa. Guck mal, der hat so ein Medic-Ding da auf dem Tisch liegen. Ist ja wie 6 Liegestütze. Aha. Aber brauchen wir jetzt nicht. Sollen wir uns umziehen gehen? Wir sehen ja aus wie ein Trottel. So sieht ein Trottel aus. Ein bisschen. Der sieht einfach nur sportlich aus. Ich würde sagen, wir können mal Bong rauchen. Nein, nicht schon wieder. Wir müssen erstmal runter. Mann, unser Haus ist so riesig. Ich finde nicht nach unten. Was sieht nach hier unten? Du bist doch schon ganz unten, nee, oder? Hier, ach, nee, jetzt. Oh. Wir müssen uns auch umziehen. Was eine Wohnung. Es ist keine Wohnung. Das ist eine Villa, yo. Okay, Bro. Ja. Können wir baden?
Hey, der hat doch nicht mal alles ausgepackt. Der ist ja ein hässlicher. Boah, was ist denn das für ein Kleiderschrank? Wir haben ja gar nichts drin. Anzug? Komm. Wobei das schon sehr hässlich aussieht. Ne? Das war ja voll geil. Keine Karten. Wir müssen den mal so ein... Boah, bitte, bitte das Anzugsoberteil da eben. Und dann ein ganz komisches... Also das ist ja eigentlich schon eine... Alter. Das sieht schon sehr... Wenn der damit bei seinen alten Freunden auftaucht, dann wird er komplett aus dem Leben gefördert. Aus dem Leben gefördert. Alter, der ist ja ein richtiger Player, ne? Ja, ich meine, komm. Jetzt mit der Frise auch noch? Die, nee. Sieht da aus wie der Fußballer. Kennst du den noch? Der ja. David? Nee. Du meinst den Dunkelhäutigen? Wie hieß denn der? Mit D. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß ganz genau, wie du meinst. Schuhe brauchen wir natürlich noch andere. Der war doch immer bei FIFA Street, ging ja doch immer richtig ab, oder? Ja, genau. Bin ich ja richtig informiert? Doch. Nee, wir lassen mal die Schuhe, die passen ja dazu. Ja. Und jetzt können elegante wir... Elegante Schuhe, jetzt. Achso, nee, der hat die schon an. Das ist denn das, so Ledertreter? So. Jetzt haben wir den Franklin auch noch eingekleidet. Und dann würde ich sagen, was machen wir dann damit? Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal starten, ist sowieso wieder der geile Anzug weg und... Hey, schon wie geil es passt. Naja, ist mehr ein protzigeres Auto jetzt, ne? Ja eben, es passt ja zu seinem protzigen Anzug. Aber egal, das war's jetzt auf jeden Fall. Wir haben den mal neu eingekleidet und nächstes Mal wieder randalieren. Was jetzt noch passiert. Willst du wieder randalieren? Wir holen uns Waffen und dann randalieren wir. Der Ostel wieder oder randalieren. Oder wir machen die Mission. Wir machen die Mission. Was auch immer, das sieht man dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Morgen. Bis später. Ciao. Ciao.